wir sind von WJ Plan 3. Wir sind hier ein kleines Team, drei Leute. Heute mal hier auf der BIM World. Und wir arbeiten jetzt schon länger mit Navis. Und wir machen hauptsächlich Bestandserfassungen, Altbauprojekte, Renovierungen, Ausbau und ja, dergleichen halt. Also wir nutzen jetzt Navis VLX schon seit mehreren Monaten oder sogar schon fast über ein Jahr. Und wir nutzen es hauptsächlich für Baudokumentation, aber auch zum Modellieren von unseren 3D-Modellen in Archicad, dass wir einfach die Bestandsmodelle rüberkriegen, damit wir eine Dokumentation haben. Halt einfach Dokumentation. Punktwolkenerstellung, Dokumentation, Ausarbeitung, das alles spielt dann so zusammen. Es bietet einen ziemlich hohen, also unserer Ansicht nach, einen ziemlich hohen Zeitaufwand, mit normalen herkömmlichen Scannern, zum Beispiel Faro, Leica, ein Projekt zu scannen, da man einfach wesentlich mehr Projektstandorte hat. Man hat eine gewisse Zeit, wo das Gerät stehen muss. Das hat man bei VLX jetzt nicht. Man läuft einfach seine Strecke ab und kann diese auch repetitiv machen. Also im Baustadium jetzt zum Beispiel, Rohbau ist jetzt fertig. Wir gehen nochmal mit dem VLX durch, nehmen nochmal die kompletten gleichen Dinge auf, hat eine abgeschlossene Dokumentation und dadurch natürlich auch ein geschlossenes Projekt, was natürlich jedem Projektbeteiligten dann zugutekommt. Wir nutzen die Cloud-Prozessierung zum Stationieren von unseren VLX-Daten. Wir laden dann aber meistens noch zusätzlich zu den Projekten noch unsere unsere Faro-Daten mit unseren normalen Standard-Scannern, die wir auch haben, dann noch ins Projekt dazu, damit wir halt auch dort die Punkte haben. Jetzt zum Beispiel für Detailaufnahmen. Jetzt zum Beispiel, wenn ein Stuck an der Decke ist, was exakt modelliert werden soll, dann laden wir uns dann noch die E57 von Faro dazu, weil die dann halt auch ein bisschen auflösender ist. Jedes Gerät hat seine Vor- und Nachteile. Ja? VLX ist schnell, man kann gut durch, man hat seine Dokumentation. Faro ist dann eher, ja, ich brauche ein Detail davon. Ich nehme mir einen großen Punktbereich davon, exportiere ihn, um es genau zu modellieren. Da sind wir dann im Millimeterbereich und das brauchen wir auch teilweise. Wenn wir jetzt Fertigteile haben oder dergleichen, was genau im Bestand abgepasst werden muss, ist es einfach praktischer für uns, wenn wir dann eine Hybridlösung haben, aus beiden. Und das ist ziemlich gut machbar, meiner Ansicht nach.